Herzlich willkommen zu unserer Sendung Wortwechsel. Heute mal wieder mit Thomas Töne. Grüß Gott, Bernhard. Herr Töne, Sie sind ja davor, den Stadtrat zu verlassen und sich nur noch als Journalist zu betätigen, was Sie aber jetzt bereits tun. Sie beobachten schon, was in der Stadt so geschieht und schreiben darüber, sage ich mal, recht einseitig. So, vertreten Sie die CSU? Nein, das machen ja andere. Also da sind wir ja gerade beim Thema, das ist eine nette Geschichte. Die CSU hat ja jetzt medienmäßig tüchtig aufgerüstet in der Woche. Ja, sie haben einen ehemaligen Chefredakteur, den sie auf Platz 12 der Stadtratsliste setzen. Ein Mann, den sie ganz erfahrenen politischen Leuten, die wirklich gut politisch schon gearbeitet haben, in der Liste vorziehen, jemanden, der 66 Jahre ist, das neue politische Talent Im der CSU. Im Zeitpunkt der Wahl 67. Und wir reden beide von Michael Schmadtloch. Ja, wir reden von Michael Schmadtloch, der Newcomer und New Star der Ingolstädter CSU. Ja, also ich muss sagen, ich bin da nicht unglücklich drüber, denn Michael Schmadtloch hat nicht nur Philosophie, Pädagogik und Musikwissenschaften studiert. Also die CSU-Fraktion bekommt nach dem Ausscheiden von Joachim Gnosko einen neuen Intellektuellen, was ja bei der CSU eher Mangelware ist. Und vor allen Dingen, Michael Schmadtloch ist auch gelernter Fotograf. Und das kann die CSU ganz dringend gebrauchen. Denn schauen Sie mal ins Internetkreisverband der CSU Ingolstadt. Da finden Sie ein Bild von der Fraktion. Da ist noch die Dorothea Soffner und der Josef Rottenkolber drauf. Und die sind natürlich schon seit einigen Monaten nicht mehr in der Fraktion. Ein bisschen also, Pädagogik kann der Fraktion auch nicht schaden. Hat er auch gestudiert, ja. Ja, das wird er vielleicht an Albert Wittmann ausprobieren. Zwickt den Deppenhaufen. Ja, also man sagt ja, Albert Wittmann und Michael Schmadtloch hätten das Ganze vereinbart. Weil der Albert Wittmann dem Michael Schmadtloch so dankbar sei, dass er klarstellen durfte, dass er mit Deppenhaufen nicht den Stadtrat, sondern irgendwelche Leute am Telefon gemeint hat. Es war ja so, dass in einer Stadtratssitzung Michael Schmadtloch hatte ja ab einem bestimmten Zeitpunkt immer gemieden und hat sie daheim nur noch am Livestream angehört, das Wort Deppenhaufen fiel. Und dann kamen ja so böse Buben wie Sie und der Achim Werner und haben tatsächlich sofort gelesen, was Michael Schmadtloch draußen am Livestream geschrieben hat, nämlich, dass der Begriff Deppenhaufen in der Stadtratssitzung gefallen ist. Und haben Sie das ja im Stadtrat zur Sprache gebracht. Können Sie sich erinnern? Ja, also, sehr so, gut. So als sind Sie ja noch nicht. Ja. Sehr gut. Und bin zwar 60, aber die grauen Gehirnzellen funktionieren und einigermaßen. Dann, sagte Albert Wittmann ja erst, das muss geklärt werden, wenn hier sowas jemand gesagt hat. Und gab klar zu erkennen, er meinte, er sei es nicht gewesen. Ja. Wusste aber später, obwohl er nicht wusste, dass er es gesagt hat, warum er es gesagt hatte. Das muss man auch erstmal können. Nicht wissen, dass man es gesagt hat, aber wissen, warum er es gesagt hat. Nämlich nicht etwa, weil er den Stadtrat gemeint hatte. Nein, er hat irgendwelche Leute gerade am Telefon gehabt. Also politische Größe in der Situation wäre gewesen, in der nächsten Stadtratssitzung zu sagen, liebe Leute, ich habe mich verstiegen, ich habe mich vergaloppiert, ich habe da Emotionen gehabt, mir tut das leid. Ja, ja, tatsächlich, ich habe das zum Stadtrat gesagt. Die SMS hat ja der ganzen Geschichte erst den richtigen Drive gegeben, wo sie jeder am Kopf gelangt hat und gesagt hat, da brauchen wir jetzt die Pädagogik von Michael Schmadtloch. Und die beiden sind ja, glaube ich, wesensverwandt, zumindest was das Abwatschen Dritter betrifft, das haben beides perfektioniert. Also Schmadtloch ist da sehr gut. Ich habe mir mal die Starkbierrede vom Hans Stachel, Freie Wähler, rausgesucht. Ich muss dazu vom sagen, Junger. Vom Junger. Okay. Ich muss sagen, wir sind politische Konkurrenten. Ich schätze aber den Junior wirklich sehr, weil er sehr fundiert ist, sehr sachlich ist und sich einarbeitet. Und er hat also über ein Schmadtloch gesagt, dass er also ausschließlich Menschen der Lächerlichkeit preisgibt. Ein persönlicher, beleidigender, von narzisstischer Selbstfälligkeit triefender Stil. Nein, da muss ich ihn jetzt in Schutz nehmen. Er hat immer sehr elegant formuliert. Beispielsweise, als er sich darüber geäußert hat in einer Glosse, wie doch kostneutral unser derzeitiger und wahrscheinlich auch künftiger Oberbürgermeister kostneutral ernährt werden kann. Da hat er ganz, also wirklich elegant geschrieben, Christian Lösel hat zudem noch ganz andere Vorteile. Er kann sich mit etwas Glück kostenneutral ernähren, wirklich. Ein Möbelhaus in der Nähe von Ingolstadt jedenfalls hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht.
Kinder bis 120 cm Größe bekommen dort ihre Spaghetti umsonst. Wenn Lösl also da draußen an der Hand von Benedikt Seitenfuß aufschlägt, dann packen sie ihm sogar noch eine Portion für zu Hause ein. Sollte er trotz allem zur Kasse gebeten werden, kann das ja der Herr Seitenfuß übernehmen, was nur gerecht wäre. Denn der Münchner Historiker Guido Heineck will herausgefunden haben, dass große Männer mit jedem Zentimeter, mit dem sie über die Norm hinausragen, 0,5% mehr verdienen. Ich finde, das ist eine charmante Auseinandersetzung mit der Kostenneutralität unseres Oberbürgermeisters. Gar nicht boshaft. Jetzt haben wir eine ganze Zeit rumgeblödelt, vielleicht auch noch mal ein bisschen ernster jetzt. Das ist so völlig ernst. Ja, ja. Wenn Michael Schmattloch nicht unter Michael Schmattloch geschrieben hätte, sondern unter einem Pseudonym MS, da hat wahrscheinlich keiner in Ingolstadt an Michael Schmattloch kennen. Er ist nicht als Präsident eines Feuerwehrvereins aufgefallen, hat keinen Tierschutzverein gerettet, hat sich nicht großartig ehrenamtlich engagiert, ist auch noch nicht mit großartigen politischen Vorschlägen in Erscheinung getreten, sondern er ist jemand, der mit Vorliebe Stadträtinnen und Stadträte abgewatscht hat und die möglicherweise ja oder unbestrittener weiter in eleganter Form teilweise unterhalb der Gürtellinie also, abgewatscht also hat. Also Sie verkennen möglicherweise sein literarisches Genie. Er hat ja einen Bestseller geschrieben, Vaticano. Den hat er, glaube ich, unter Pseudonym geschrieben. Da geht es darum, dass eine Zelle der Illuminaten überlebt hat und noch existiert. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt nicht ein Vertreter dieser Zelle ist, die er jetzt in den Stadtrat einschleusen möchte, damit irgendwie dort mal denen ein Licht aufgeht. Es gibt übrigens auch böse Zungen, die behaupten, Schmattloch möchte gar nicht auf Dauer in den Stadtrat. Er möchte nur ein weiteres Buch schreiben, eine Fortsetzung dieses Thrillers, entweder mit dem Titel Schmatti Canano oder vielleicht auch Endstation Stadtrat, meine 2 Jahre mit Albert Wittmann. Denn es gibt Leute, die sagen, er wird wie Günter Wallraff nach 2 Jahren ausscheiden und sagen, dann schreibt er einen Roman hinter den Kulissen der CSU, was bestimmt wieder ein Bestseller würde, zumindest in Ingolstadt. Also nochmal, Schmattloch wird einer von wahrscheinlich, wie viele Listen werden wir haben? 10 Listen, 500 Kandidatinnen und Kandidaten haben. Er muss erst einmal gewählt werden, er muss erst einmal darlegen, für was er denn überhaupt politisch steht, welche Inhalte. Muss man das? Er hat, ist mein Anspruch an Politik. Bei der CSU auch? Das ist mein Anspruch auf Politik und wenn ich auf Facebook ein bisschen lese, sind viele da, die einen ähnlichen Anspruch haben. Es gibt so Leute wie den ehemaligen Präsidenten der Innenstadtfreunde, der sich gerade riesig freut, dass der Michael Schmattloch in der CSU kandidiert. Da ist wahrscheinlich die Erwartung, dass er die CSU aufmischt. Das wird meines Erachtens nicht passieren, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass Michael Schmattloch auch irgendwann systemkonform sich in der CSU verhalten wird. Und wenn er es nicht tut, dann wird er irgendwann die Fraktion verlassen. Das Letztere, davon gehe ich fast mal aus. Aber ich setze ganz große Hoffnungen auf Michael Schmattloch. Und zwar, er hat auch einmal geschrieben, als es um den Livestream ging, denn eine digitale Smart City ohne Livestream wäre in etwa so zeitgemäß, als würde man wegen Keimen im Trinkwasser das fließende Wasser in Ingolstadt abschalten, was in dieser Stadt indes durchaus denkbar wäre. Da ging es darum, als der Deppenhaufen geäußert wurde, so quasi als Verschmutzung des Livestreams. Ich gehe davon aus, dass er in der ersten Fraktionssitzung unter Albert Wittmann, ich würde es nicht gesagt haben, dass Albert Wittmann der nächste Fraktionsvorsitzende der CSU wird, aber zumindest zweiter Bürgermeister kann er aus Altersgründen nicht mehr werden. Vielleicht macht er was anderes. Jedenfalls, er wird sich hinstellen und wird sagen, ich will den Livestream haben, denn er wollte noch nie gerne Stadtratssitzungen teilnehmen. Und ich gehe fest davon aus, dass Sie die Stadtratssitzung zu Hause bei einem Glas Rotwein über Livestream verfolgen will. Sie sind aber heute wieder richtig böse. Na, ich bin also, nicht böse, aber er ist ein ausgesprochener Verfechter des Livestreams. Und ich glaube, da wird er sich auf die Hinterfüße stellen. Sonst würde ja jegliche Glaubwürdigkeit also finden. Also nochmal, die Causa Schmattloch wird meines Erachtens völlig überschätzt. Es war ja auch keine Neuerung mehr. Die Bombe ist ja schon 2 Wochen vorher geplatzt. Sie haben ja auch schon mitgekriegt. Also ich gestehe und leiste Abbitte. Ich habe es Ihnen nicht geglaubt. Ich habe geglaubt, der Töne spinnt. Habe ich mir gedacht und seit sich herausgestellt hat, dass Sie das vor mir wussten, sage ich, das verzeihe ich mir nicht und denen, die es Ihnen gesagt haben. Und seitdem, muss ich sagen, nehme ich Sie ernst.
Danke. Nochmal, eine Bombe wäre gewesen, zu sagen, der evangelische Dekan kandidiert auf der Stadtratsliste der CSU, das wäre ein echter Kracher gewesen. Ein evangelischer Geistlicher auf der Liste der CSU. Ja, das wäre ein echter Kracher gewesen. Schmadloch ist doch der Kracher nicht. Leute, der Mann wird doch völlig überschätzt. Also ich würde da einfach mal mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Ich sage, die CSU unterschätzt mich, Schmadloch. Ja, gut. Und wird ihre Freude haben. Das ja auch. Naja, gut. Andere sagen, ja, die CSU hat sich jetzt den Töne in die Fraktion geholt. Der heißt nur nicht Töne, sondern der heißt Schmadloch. Ja, aber wenn der Christian Lösl und der Albert Wittmann schlau sind, dann rufen sie bei Achim Werner an und fragen sie, wie habt ihr das mit dem Töne gemacht? Na gut, nochmal, es ist natürlich schon insofern bemerkenswert, dass der Herr Schmadloch jetzt bei der CSU ist. Er war ja erst so im Wahlkampf bei der Veronika Peters sehr nah. Da haben die CSU ja alle geschimpft und haben gesagt, also Ingolstadt Today muss umbenannt werden in Froni Today. Ich würde sagen im Pay Today, denn er war gegen Entgelt, hat er Pressearbeit für die SPD gemacht, zunächst für die Partei und dann für die Fraktion. Und Schmadloch ist intelligent und knallhart. Ich möchte wissen, was die CSU ihm geboten hat, dass er sich hier zur Verfügung stellt. Also ich nehme jeden, der für einen Stadtrat kandidiert, erst einmal ernst. Der soll seine Kandidatur machen, wie jeder andere auch. Der soll seine Überlegungen darstellen. Dann muss er erst einmal gewählt werden. Wenn er gewählt wird, ist er ein gewählter Volksvertreter. Dann hat man das politisch und demokratisch zu akzeptieren. Und dann schaut man sich an, was die Person im Stadtrat leistet. Und wir können das dann kritisch alle beide betrachten, kommentieren, aber auf der Sachebene und nicht unter der Gürtellinie. Eigentlich wollte ich ja heute gar nicht so sehr mit Ihnen über Michael Schmadloch reden, den ich übrigens wählen werde, denn ich hoffe, dass er reinkommt. Strafe muss sein, er hat mich ab und zu auch geärgert. Also ich wünsche ihm schon, dass er reinkommt. Aber eigentlich wollte ich mit Ihnen reden, weil Sie ja gerade das Umgekehrte machen. Sie waren im Stadtrat und sagen, da will ich nicht mehr hin, ich will lieber schreiben. Warum eigentlich? Vielleicht gehört er zu und ist noch zu retten. Man muss ja jetzt überlegen, wie lange ich politisch tätig bin. Ich bin seit 1990 politisch tätig, mit Mandat, seit 1996 im Stadtrat. Ich glaube, wenn man da eine ganze lange Zeit lang drin ist, kriegt man auch einen Tunnelblick. Und für mich ist nach der langen Zeit jetzt so, dass ich sage, nee, ich möchte aufhören. Die politischen Gestaltungsspielräume in diesem Ingolstädter Stadtrat gehen ja mit diesen ganzen GmbHs gleich gegen Null. Das heißt, die Musik spielt in den GmbHs, der Stadtrat winkt Dinge nur noch durch. Also ich glaube, dass da der Gestaltungsspielraum nicht mehr ist. Ich kann mir nicht vorstellen, in den politischen Ruhestand zu gehen und gar nichts mehr zu machen. Und meine Überlegung war, mit dem politischen Hintergrundwissen, aber auch, Herr Kebisch, jetzt kommt's, mit den politischen Kontakten, also was erfährt man nicht, da ein Stück weit als Blogger tätig zu sein. Ich würde mich jetzt gar nicht mehr auf Journalist, auf die Begrifflichkeit konzentrieren, weil dann kriegerten die wahrscheinlich in Donaukurien einen Schreikampf. Ach ja, das sehe ich jetzt ähnlich, aber lass mal das. Aber wollen Sie dann eigentlich ein politischer Journalist in dem Sinne sein, dass Sie sagen, ich bin erkennbar an einer politischen Linie, die ich immer hatte und die will ich jetzt publizieren? Oder werden Sie, sagen wir mal so, ein in Anführungszeichen objektiver Journalist? Also mein Anliegen ist es, objektiv zu berichten. Objektivität, Herr Kebisch, hat immer auch natürlich was mit der Grundeinstellung zu tun. Ich spreche Ihnen auch ab, dass Sie objektiv berichten können, weil in jeder Berichterstattung, in jedem Kommentar, den Sie drin haben, schwingt natürlich Ihre politische Einschätzung mit. Und so eine politische Einschätzung ist immer subjektiv, auch wenn Sie Politik studiert haben. Also, aber hauptsächlich Jura, aber ein bisschen Politik. Auch ein bisschen Politik. So dass ich sage, ja, ich versuche gerade die politische Ausgewogenheit darzustellen. Ich mache aus fremder Feder, da kann jeder seinen Beitrag abgeben. Wer möchte, wer nicht möchte, soll es bleiben lassen. Ich redigiere den nicht, ich kürze den nicht, sondern da ist ungeschminkt die politische Haltung von politischen Personen da. Und dass ich natürlich dann auch mal Gegebenheiten in einem Kommentar kommentiere, ist überhaupt gar keine Frage. Und wenn die CSU was besonders Gutes hinbringt, wenn die jetzt einen Nahverkehr hinbringt, im Viertelstundentakt mit guten Tangentiallinien, mit guten Verbindungen, dann kann man doch sagen, ja, das ist toll. Glauben Sie, dass das kommt?
Ich glaube nicht dran, nein. Aber wenn es wäre, gehört das zum objektiven politischen Journalismus dazu. Und welche Themen interessieren Sie denn jetzt journalistisch besonders? Zum Beispiel öffentliche Personennahverkehr, da waren Sie ja im Beirat bei Ihren VG. Oder war ich auch mal drin. Es ist die ganze Bandbreite der Kommunalpolitik. Sie werden mitgekriegt haben, dass ich die Kammerspiele sehr stark im Fokus gehabt hatte jetzt auf meinem Blog. Also es ist das breite politische Feld, und was ich halt feststelle, ist, dass die etablierten politischen Parteien sich sehr schwer tun, überhaupt in der Tageszeitung ihren Platz zu finden. Es ist sehr auffällig, wie oft der Oberbürgermeister mit irgendwelchen Texten oder Bildern da ist. Das ist der Amtsbonus, der sogenannte Amtsbonus. Der Herr Schapf, wie mit seinem Heilig-Geist-Spital den Kopf rausgestreckt hat und gesagt hat, er möchte und ist der Meinung, dass es an derselben Stelle bleiben muss, hat er gleich eine Schippe rübergekriegt aus der Lokalredaktion. Wird aber nichts nützen, weil viele Leute sehen es so. Ich glaube, dass er da ein Fass aufgemacht hat, das den Kommunalwahlkampf noch... Also was momentan im politischen Ingolstadt diskutiert wird, das werden Sie auch gehört haben, und was in der Bevölkerung diskutiert wird, was bedeutet Schmattlochs Kandidatur in Bezug auf den Donaukurier? Hat jetzt die CSU den Donaukurier annektiert? Hat jetzt CSU die Ingolstadt Today annektiert? Und es gibt ja einen Fall, wo jemand für den Landtag kandidiert hat, das war der Markwort, der hat ja den Stammtisch mitmoderiert, der dann von sich aus gesagt hat, ist auch Regel beim Bayerischen Rundfunk. Der Bayerische Rundfunk hat es mir gesagt. Ja, ich moderiere jetzt nicht mehr, solange ich hier im Wahlkampf bin, gehe ich raus, und ich denke, das ist nochmal ein anderes... Ich gehe auch davon aus, dass Michael Schmattloch nicht mehr schreiben wird für Ingolstadt.de. Wir werden sehen, diejenige, die sich gern kaputt gelacht hat, dass die Stadträte eins drüber gekriegt haben, die werden traurig sein, manch anderer Stadtrat wird entspannter in die Sitzung gehen. Ich habe einen Stadtrat, hat mir gesagt, ich habe mir das kleiner aufgeschrieben, Schmatti im Stadtrat ist ein Widerspruch in sich. Ich kenne wenig politische Interessierte, die den Stadtrat so verachten, auch in der Berichterstattung das deutlich gemacht haben. Und die Aussage war, seine Kandidatur ist eigentlich ein Streppenwitz, wobei jeder kandidieren kann. Bei der CSU kandidiert der Schmatti, bei der GLI kandidiert der Henry. Schauen wir mal, was noch alles passiert. Also vielleicht gibt es natürlich auch eine ganz grandiose Aufwertung des Stadtrats. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die Redebeiträge oder zumindest die schriftlichen Beiträge, beim Reden weiß ich es nicht so genau, eine gewisse sprachliche Brillanz haben werden vom Herrn Schmattloch. Und was den Donaukurier betrifft, ich glaube, der Donaukurier hat es nicht nötig, sich die Ingolstädter CSU zu kaufen. Ich glaube, die denken in andere Dimensionen. Und umgekehrt. Und die Ingolstadt-CSU ist vielleicht froh, wenn sie einen guten Kontakt zum Donaukurier hat, wie jede Partei. Ja, da muss man jetzt wohl fair sein. Also ich gehe davon aus, dass das die anderen auch versuchen. Ja, was ja vielleicht zum Abschluss die Prognose, kommt da rein, kommt da nicht rein? Der Herr Schmattloch, meine ich jetzt. Es wird schwer werden. Also Nummer, er ist im politischen Umfang nicht verankert, er ist gesellschaftlich nicht verankert, er führt keinen Verein, er hat keine Feuerwehr geführt, er hat keinen Tierschutzverein gerettet, er ist bekannt. Deiser war letztes Mal bei der CSU auf einem ähnlichen Platz. Ich glaube, ein bisschen schlechter oder besser kam gerade noch so, glaube ich, rein, oder? Ja, und der hat aber wirklich was gemacht. Also ja, der haut ja rein für InCity. Ich sehe die Person Deiser durchaus kritisch mit seinen verkaufsoffenen Sonntagen und ähnliches. Aber ich schätze sein Engagement. Richtig, und er tut wirklich was für die Innenstadt. Es tut wirklich was für die Innenstadt. Die Wählerinnen und Wähler werden es richten. Wir werden einen völlig anderen Stadtrat haben, einen viel bunteren Stadtrat. Und Sie werden sehen, so mancher fliegt raus. Was mein großer Wunsch ist, dass ein paar Jüngere reinkommen in diesen Stadtrat. Wenn ich heute sehe, dass über 70-Jährige im Ausschuss für Digitalisierung drin sitzen, die gar nicht wissen, was Digitalisierung ist, die weder ein Handy haben noch ein Smartphone,
bedienen müssen. Da würde man wünschen, so aus dieser Jugendbewegung, die jeden Freitag jetzt demonstriert, dass da wesentlich mehr Leute da waren. Und wenn die politischen Parteien einigermaßen ein Hirn haben, dann versuchen sie sich den einigen oder anderen aus dieser außerpolitischen parlamentarischen Opposition von den jungen Leuten zu krallen und die auch tatsächlich politisch zu fördern. Herr Töne, ich würde sagen, wir haben halt so schön vom Leder gezogen, das machen wir jetzt öfter. Da werden wir uns ein paar Freunde machen. Ich war ganz erstaunt, welchen Clown Sie heute gefrühstückt hatten. Also darauf war ich gar nicht vorbereitet. Ich habe zumindest immer wieder versucht, die sachliche Ebene einzunehmen. Also ich bitte Sie, also bis zum nächsten Mal. Herr Schmattler, ja, jetzt ist passiert. Raus!